in die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter mit Commander Perkins aus den Europa-Chroniken? Ah, das alles jetzt und hier nach der Werbung. Ja, hallo und herzlich willkommen hier an dieser Stelle. Ich bin euer Falk und ich möchte euch heute einmal zwei Sachen präsentieren. Nämlich zum einen, habe ich schon gesagt, möchte ich ein bisschen über Commander Perkins reden. Und zwar die ursprüngliche Serie Commander Perkins, die eben auch bei Europa, dem Hörspiellabel, erschienen ist. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch ein Buch vorstellen, das hier schon eine ganze Zeit lang bei mir im Regal steht, aber ich noch nicht Gelegenheit hatte, auch mal in die Kamera zu zeigen. Und das möchte ich heute ändern. Es geht hier die Europa-Chroniken. Die Europa-Chroniken zusammengefasst von Frank Boldewin und Wolfram Damerius, die das in Zusammenarbeit mit Europa und mit Unterstützung von Pop.de, die das Ganze bei sich auch vor allem so ein bisschen vertriebstechnisch betreut haben, rausgebracht haben. Ein sehr, sehr, sehr schöner Bildband, kann ich wirklich sehr empfehlen. Und da findet ihr alles Mögliche zu allem, was eben bis zum Jahr 2020, ist glaube ich die magische Grenze, bei Europa erschienen ist. Und unter anderem so eine kleine Hörspielreihe wie Commander Perkins. Also ihr seht, das ist ein sehr schönes, sehr bilderreiches Werk, wo wirklich über alles kurz mal gesprochen wird und man dann auch immer wieder so kleine Anekdoten findet, beziehungsweise auch so ein paar kleine Fundstücke hat, wie zum Beispiel, dass es zwar 9 Folgen Commander Perkins gibt, aber ursprünglich hätte es mal mehr Folgen geben sollen, die 2 letzteren sind dann aber nicht produziert worden. Sehr schade drum. Es endet eben mit dem mittleren Auge. Und man muss fairerweise dazu sagen, die Serie besteht eben aus 9 Folgen, sprich sind so ein bisschen 2 Zyklen. Zum einen eben der Zyklus um das mittlere Auge und eben Anfang geht es eben um die Veganer. Und so ein bisschen Aufarbeitung von Geschichte, könnte man sagen. Und im Mittelpunkt steht die von Professor Common erfundene Maschine, der Dimensionsbrecher. Ein Tor in die Sterne, könnte man sagen. Von Hörspielautor H.G. Francis oder H.G. Francis oder wie heißt er gleich nochmal, der Franzikowski, Heinz Günther, jetzt muss ich gerade mal schnell spicken, weil ich das gerade eben nicht mehr ganz im Kopf habe. Doch, Hans Gerhard ist es, genau, Hans Gerhard Franzikowski, H.G., man kennt ihn vor allem unter H.G. Francis und unter dem Pseudonym hat er sehr, sehr viele Hörspiele geschrieben, auch sehr viele bekannte Hörspiele geschrieben. Commander Perkins ist da sicherlich eine der bekannteren Reihen und da gab es noch eben die Schatzsucherreihe und die Science-Fiction-Dokumente und noch viel, viel mehr. Aber eben Commander Perkins ist die, die mich noch mit am intensivsten, auch noch heute begleitet, höre ich immer noch ganz gerne zum Einschlafen. Und man kann die, und das finde ich auch ganz schön, zum Beispiel auch sehr gut im Stream und als Download bekommen. Als CD ist sie, glaube ich, gerade vergriffen. Mal sehen, ob es da vielleicht auch nochmal so eine Sammelbox gibt, wie jetzt gerade erschienen bei Perry Roden. Zwinker, Zwinker, ich habe keine Ahnung. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Nicht, dass sie wieder heißt, die kommt ja mit irgendwelchen Insider-Informationen. Würde mich aber persönlich freuen, weil die Reihe hat es verdient. Genau, wir haben schon festgestellt, es geht um den Dimensionsbrecher und Professor Common, der auf einer Basis auf dem Mond, nämlich Delta 4, zusammen mit eben seiner Tochter, der Cindy, und dem Sohnemann, dem Ralph, wohnt. Und dann gibt es eben noch den titelgebenden Commander Perkins, der eben so ein bisschen zusammen mit seinem Partner Randy Hoffman dann auf Reisen geht
mit diesem Dimensionsbrecher. Eben in der Auftaktfolge Das Tor in eine andere Welt geht das in dem Fall auf die Vega, zu den Veganern, was eben dann einen ganzen Zyklus auslöst. Und eben, lasst mich lügen, es sind 9 Folgen, gibt es 9, 8, 7, es gibt 6 Folgen mit den Veganern, den Bogen, Handlungsbogen, der aufgespannt wird, wo es eben ja dann auch potenziell beinahe Krieg zwischen Menschen und Veganern gibt und so weiter. Das ist sehr, sehr schön aufgearbeitet und hat noch einen ganz netten Twist, den ich hier an der Stelle nicht verraten möchte. Außer dem Tipp, es wird biblisch. An sich eine ganz schöne Geschichte. Und dann gab es eben noch einen zweiten Zyklus, von dem eben 3 Folgen erschienen sind, eben Das mittlere Auge. Und auch das beginnt wieder mit einer Mission, auf der wieder nicht alles ganz glatt läuft. Und ja, wie gesagt, zu viel verraten möchte ich nicht, denn die Serie ist wirklich eine, die sich lohnt zu hören. Die Folgen sind auch gar nicht so lange. Die Reihe erschien von 1900, habe ich es gerade richtig spät, von 1976 bis 1980. Aber das ist jetzt gerade eben nur gefährliches Halbwissen. Aber roundabout eben erschienen eben die 9 Folgen und dann wurde die Serie leider eingestellt. Sie wurde später noch einmal revived vom Maritim Verlag, der unter dem Titel Sternentor noch weitere Geschichten rund um Commander Perkins und den Dimensionsbrecher in Hörspielform produziert hat, die mir fairerweise, muss ich sagen, nicht so gut gefallen haben. Der Original Commander Perkins bei Europa war Horst Stark. Horst Stark ist für Europa-Kenner sicherlich ein bekannter Name. Der hat da sehr, sehr viel gesprochen. Den Randy Hoffman spricht der Gernot Endemann, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist schon. Und ansonsten, wer ist da noch dabei? Nee, 79 bis 84 sehe ich gerade. Sieht man mal, gefährliches Halbwissen. Genau. Aber genau, wer spricht noch mit? Sehr schön besetzt auch die Rolle des Professor Common. Das ist der, jetzt habe ich hier meine schönen Spickzettel, Franz Josef Steffens heißt der gute Mann. Namen, mit dem kann man vielleicht nicht so viel anfangen, aber wenn ihr die Stimme hört, das ist so eine dieser großen Klassiker-Stimmen. Mal sehen, ob ich auf die Schnelle mal rauskriege, wo er denn alles gesprochen hat oder wo ihr denn alles hören könnt. Hörspiel von Der Hexe Schrumpeldei, 5 Freunde, Masters of the Universe, Huibu, Larry Brand, also die ganzen großen Europa-Brands, da war er zu hören, auch bei den 3 Fragezeichen. Und wirklich eine großartig schöne, tiefe, raue Stimme. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Gut, aber ich will doch ein bisschen was über Commander Perkins erzählen. Dementsprechend springe ich mal kurz zurück hier in meiner schlauen Übersicht, in meinem schönen Spickzettel. Also wie gesagt, die erste Reihe geht eben mit den Veganern oder um die Veganer. Das Tor zu einer anderen Welt begann eben 1976 und beginnt eben mit dem mysteriösen Aktivierung des Dimensionsbrechers. Da gerät der Sohn von Professor Common, Ralf, in den Strudel dieses Dimensionsbrechers und wird dann eben auf eine fremde Welt gebeamt, transportiert. Und Commander Perkins und Randy Hoffman werden dann losgeschickt, um ihn zurückzuholen. Es zeigt sich dann, dass der Ralph eben telepathische Fähigkeiten hat und telepathisch begabt ist. Und das ist eine Fähigkeit, die in diversen Folgen immer wieder zum Einsatz kommen wird. Wogegen eben die Tochter von dem Professor Carmen, die Cindy,
eben mehr so dann in die wissenschaftlichen Fußstapfen des Vaters getreten ist und ihn so ein bisschen assistiert bei dem Dimensionsbrecher und den Berechnungen und so weiter und so fort. Natürlich, also es ist eine sehr, sehr umfangreiche Reihe, 6 Folgen, also das Tor in eine andere Welt, Im Strom der Unendlichkeit, das Geheimnis der UFOs, Bordon, der Unsterbliche, Saturnruf Delta 4, Expedition in die Vergangenheit, das sind die Folgen. Und dann gab es eben noch die Trilogie rund um das mittlere Auge und die galaktischen Waffenmeister. Da wird eben im Rahmen der Expedition ein Planet gefunden, auf dem der von Raumschiff-Wracks überzogen ist. Und die Forscher, die dort ausgesetzt werden, wollte ich schon sagen, die dort neuer Technologie suchen, die stellen sich da ein bisschen an, beziehungsweise einer davon, der löst dann die Ereignisse aus, die wirklich einen sehr nervenzerreißenden Dreiteiler nach sich ziehen. Er hat mich damals als Kind sehr, sehr in den Bann gezogen und gerade die letzte Trilogie, die hat es nochmal in sich. Da hatte ich auch, da habe ich auch ein bisschen schlecht geschlafen, muss ich zugeben. Das ging wirklich sehr, sehr intuitiv. Dementsprechend, ja, wollte ich euch heute nach langem, langem Hin und Her Commander Perkins vorstellen. Kurz zur Maritim-Reihe. Die wurde eigentlich auch von H.G. Francis geschrieben und als Commander Perkins. Diesmal nicht Horst Stark, sondern Ernst Meinke, also unser Jean-Luc Picard der Sat.1-Generation. Und auch eine gute Stimme, also bitte, bitte nicht missverstehen. Aber die Art und Weise, ich weiß nicht, mich haben sie da nicht ganz so abgeholt. Dementsprechend hört euch lieber die alten Folgen an, die sind wirklich, wirklich gut. Und eine Reihe, wo sich wirklich lohnt, mal reinzuhören. Es gibt, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, es gibt gerade eine neue Reihe, die werde ich hier demnächst auch vorstellen. Die geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber dazu dann später mehr. Habt ihr denn Commander Perkins schon gehört und habt ihr eine Lieblingsfolge Commander Perkins? Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist in der Tat, ich glaube, wirklich... Ich muss mal gerade überlegen, was ist meine persönliche Lieblingsfolge. Ich glaube, Verschollen in der Unendlichkeit ist so ein bisschen, weil die hat mich wirklich sehr, sehr gepackt. Und das der Cliffhanger am Ende, der ist, der hatte es für mich in sich. Ja, welche Folge ist eure Folge? Und welche, es müssen nicht nur Science-Fiction-Hörspiele sein, welche Hörspiele möchtet ihr denn, dass ich an dieser Stelle mal für euch vorstelle? Ich werde demnächst auch wieder einige aktuellere Sachen vorstellen, aber jetzt erstmal noch ein paar Klassiker. Und wie gesagt, den Klassiker könnt ihr euch sowohl als Download nach Hause holen, als auch eben bei den gängigen Streaming-Plattformen hören. Und wer weiß, vielleicht gibt es da nochmal einen CD-Re-Release. Ich selber habe noch irgendwo vereinzelt Kassetten und ansonsten habe ich die mir, glaube ich, irgendwann mal bei iTunes geschossen. Aber wie gesagt, man kann die sich über die Streaming-Plattformen anhören. Eine schöne kurzweilige Reihe, schöne Science-Fiction-Hörspiele, schöne Abenteuergeschichten und wirklich mit kultigen Europasprechern. In dem Sinne, mein Hörtipp für euch, Commander Perkins von Europa. In dem Sinne, keep on listening, macht's gut und bis nächsten Montag, euer Falk.